Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Dominik und ich begrüße euch zu Freundships Woche. Im Hintergrund steht mein VW T4. Den habe ich euch im letzten Sonntagsvideo vorgestellt. Ist quasi der Neuzugang in der Freundship Family. Ich habe direkt zum Anfang des Videos mal eine Frage oder eine Challenge an euch. Meine alten Fahrzeuge hatten eigentlich bislang immer Namen. Also mein zweiter Hochdach T4 zum Beispiel hieß Hugo. Der Crafter hieß Bernd. Und danach Krankenwagen, Caddy, ja, weiß ich gar nicht. Ich bild mir auf jeden Fall ein, dass ich gerne einen Namen für dieses wunderschöne Prachtexemplar hätte. Aber ich bin ein bisschen ratlos. Ja, und deswegen frage ich euch, habt ihr eine Idee, wie ich diesen wunderschönen roten T4 nennen kann? Haut gerne mal eure Namensvorschläge in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall super freuen. Und dann würde ich mir einfach aus euren Vorschlägen einen Namen aussuchen. Naja, im heutigen Video möchte ich auf jeden Fall mal so ein bisschen die Konsistenz des Wagens anschauen. Ich habe den hier schon in die Bühnenposition geparkt und werde ihn jetzt mal hochheben. Denn ich habe ihn mir noch gar nicht von unten angeschaut und ich würde einfach mal gerne wissen, welche Grundsubstanz er hat. Je länger ich mir dieses Fahrzeug anschaue, umso mehr kleinere Mängel stelle ich fest. Also umso mehr Stellen stelle ich fest, wo zum Beispiel auf jeden Fall mal Rost entfernt wurde. Man sieht das hier oben zum Beispiel ganz gut am Scheibenrahmen. Die Naht hier ist definitiv bearbeitet worden, die fehlt nämlich hier. Und auch hier im oberen Bereich sind so kleine, ja, Unebenheiten drin, wo ich mir gut vorstellen kann, dass der auf jeden Fall den Scheibenrahmen bearbeitet hat. Ich meine, T4-Kenner wissen, T4 ohne Rost am Scheibenrahmen ist eigentlich kein echter T4. Der hat halt gar nichts. Und das ist immer so ein bisschen das Problem mit lackierten Autos, ne? Das, ja, du weißt halt nicht, wie es gemacht wurde. Ich hoffe, dass das einigermaßen lange so in einem vernünftigen Zustand bleibt, aber es könnte natürlich auch sein, dass ich in einem halben Jahr ein Video mache und sage, ich habe den größten Schrotthaufen der Welt gekauft. Ja, außerdem sieht man hier, ich weiß nicht, ob ihr es im Video erkennen könnt, die Schiebetür, die hat definitiv mal einen Knatscher gehabt. Die ist auch wirklich nicht unbedingt ausgebessert. Also es sieht, naja, nicht ganz so schön aus. Aber das ist auch vollkommen egal, denn es soll ein Motorradtransporter sein. Ich will da jetzt nicht die größte Liebe meines Lebens reinstecken, sondern ich will einfach nur einen Transporter haben, der funktioniert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich heb das Ding mal hoch und ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Schauen des Videos. Ich habe mich mal mit einer Lampe bewaffnet. Ich habe mal kurz schon mal so den ersten Check gemacht. Also was man auf jeden Fall sieht, der Vorbesitzer hat die kompletten Bremsen neu gemacht. Das Fahrwerk ist tatsächlich neu oder neuer zumindest. Bremsschläuche sehen super aus. Was mir hier aufgefallen ist, der ist auf jeden Fall hier auf der rechten Seite leicht ölfeucht. Die Frage ist natürlich, wo kommt das her? Hier von unten kann ich es jetzt tatsächlich nicht so gut beurteilen. Es hängt aber auch nur so ein Mini-Tropfen da dran. Ja, ich würde sagen, für ein 24 Jahre altes Auto ist es auf jeden Fall okay. Ich habe mir mal so ein bisschen geguckt. Der Rahmen an sich, also die Karosserie hier unten, sieht eigentlich wirklich ganz gut aus. Hier in der Falz sieht man auf jeden Fall, dass da Rost drin steckt. Aber das sind halt so Sachen, ganz ehrlich, die sind entweder komplett aufgeblüht oder sie sind halt irgendwie okay. Ich würde behaupten, das ist auf jeden Fall im Rahmen des Machbaren. Genau, hinten sind neue Dämpfer und Federn drin. Hier sieht man, die Bremssättel sind auch komplett neu. Ansonsten hier in der Querstrebe ist ein bisschen Rost. Aber also der Unterboden, das sieht eigentlich alles ziemlich vernünftig aus. Also ich konnte jetzt auf die Schnelle keine wirkliche Durchrostung feststellen. Das ist halt verrostet, aber pff, keine Ahnung. Ich glaube, das ist schon okay. Hier sitzt auch so ein bisschen Rost dran, aber keine Ahnung, das ist alles irgendwie, würde ich behaupten, im Rahmen des Machbaren, ja. Hier, das sieht auch alles ganz okay aus. Hier wurden auch einige Teile neu gemacht. Koppelstangen, Querlenker und so. Der Wagen wurde ja lackiert. Ich frage mich so ein bisschen, warum er untenrum so rot ist. Keine Ahnung. Ich frage mich ein bisschen, wo das hier herkommt. Welches Tier hier gewohnt hat. Aber an sich, finde ich, sieht das alles nicht so schlecht aus. Ah, ich sehe gerade, das Öl kann tatsächlich auch vom Ölfilter kommen. Der sitzt nämlich da hinten rechts. Und wenn der gewechselt wird, dann gibt das natürlich eine Riesensauerei. Es kann natürlich sein, dass das dabei rausgelaufen ist. Weil Ölwechsel hat er natürlich auch neu bekommen. Genau. Aber an sich auch hier die Bremsleitungen und so, sieht alles ganz vernünftig aus. Schaltgetriebe hier oder die Schaltgestänge, sieht auch vernünftig aus. Ich habe nur tatsächlich das Problem, dass der im Rückwärtsgang nicht drinne bleibt und wieder rausspringt. Keine Ahnung, woran das liegt. Oh, das Schaltseil hier,
nicht Schaltseil, das Handbremsseil. Das hat sicherlich auch schon bessere Tage gehabt. Aber so alles in allem, muss ich sagen, sieht der von unten echt wirklich vernünftig aus. Kann da jetzt nicht wirklich was finden, wo ich sage, oh scheiße, da haben wir aber auf jeden Fall eine große Baustelle. Ansonsten habe ich hier schon die nächste Delle entdeckt. Im Schweller ist aber jetzt auch nicht so das Riesending. Hier ist er auch ziemlich wellig. Keine Ahnung, ob man das sehen kann. Da frage ich mich halt, was ist da passiert? Sind es einfach nur Beulen oder wurde da was gespachtelt? Hier ist eine Nase drin, eine Lacknase. Da ist auch wieder die Frage, ist es nur eine Lacknase oder ist es eine Unebenheit, weil da gespachtelt wurde? Ich weiß nicht, das ist immer so schwierig auf der Kamera zu erkennen. Aber ich meine quasi in diesem Bereich hier. Was man natürlich mal probieren kann, ist ein Magnet zu nehmen. Mal zu gucken, ob das da einigermaßen haftet. Weil wenn viel Spachtel drunter wäre, dann würde es mit dem Magnet nämlich nicht mehr halten. Aber... also... das sieht jetzt ehrlich gesagt ganz gut aus. Aber auch hier die Radkästen und so, mein Gott. Also wirklich, das sieht alles echt eigentlich sehr, sehr solide aus. Also ich würde dem Wagen auf jeden Fall eine ganz gute Zustandsnote geben. Ich meine, ob sich das dann so bewahrheitet, das werden wir auf jeden Fall sehen. So, wir lassen die Karre jetzt gleich wieder runter. Und dann habe ich ein, zwei Kleinigkeiten, die ich gerne heute erledigen würde an dem Wagen. Ich habe mir ein paar Ersatzteile bestellt. Nichts Wildes, nichts Großes, aber vor allen Dingen für T4-Fahrer sicherlich der ein oder andere Lifehack dabei. Weil es gibt so ein paar Tipps und Tricks, die man bei einem T4 durchaus mit kleinen Mitteln machen kann, um das Fahrzeug auf jeden Fall aufzuwerten. Und ja, wir holen den Wagen runter und dann zeige ich euch, was ich meine. So, ich habe mich mal gerade in ein Schraubershirt geworfen. Ich hatte vorher ein weißes an, das geht natürlich nicht. Die erste Sache, um die ich mich kümmern möchte, ist die Schiebetür. Die Schiebetür hat nämlich gleich mehrere Probleme. Also sie lässt sich normal öffnen. Aber rastet nicht ein. Und dieses Problem habe ich festgestellt und habe mich auf die Suche nach dem Fehler gemacht und habe festgestellt, dass hier unten gar kein Türfeststeller drin ist. Warum auch immer, hat der Vorbesitzer oder der Vorbesitzer davor das Teil ausgebaut. Ich schätze aber eher, dass mein Vorbesitzer war, weil der hat ja hier rumlackiert. Vielleicht haben die Schiebetür ausgebaut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fehlt dieses Teil. Und ich habe auch schon mal versucht zu recherchieren, wo das Teil ist oder woher ich dieses Teil bekomme. Es ist fast unmöglich, dieses Teil zu bekommen. Also es ist ganz schlimm. Wenn ihr wisst, wo ich dieses Teil herbekommen kann oder ihr so einen Türfeststeller für einen T4 auf der rechten Seite habt von der Schiebetür, dann sagt mir gerne mal Bescheid. Ich brauche auf jeden Fall so ein Teil, weil ohne das geht halt bei der kleinsten Steigung die Tür wieder zu. Jetzt habe ich aber noch ein anderes Problem und zwar, wenn ich die Tür wieder zumachen will, nachdem ich sie geöffnet habe, passiert Folgendes. Die geht nicht zu. Seht ihr das? Die rastet einfach nicht ein. Und ich hatte das Problem tatsächlich bei meinen ersten T4s auch, denn ich habe damals die Tür, die Seitentür gedämmt und habe mit der Dämmung das Türgestänge irgendwie blockiert. Keine Ahnung, jetzt passt mal auf. Wenn ich nämlich jetzt hingehe und hier ein paar Mal gegenhaue, voilà, geht die Tür wieder zu. Folgende Geschichte. Hört ihr das? Das hört sich nicht nach einer Blechbüchse an. Das bedeutet, ich gehe ganz stark davon aus, dass der Vorbesitzer auch diese Schiebetür in irgendeiner Art und Weise gedämmt hat. Beziehungsweise nicht nur die Schiebetür, sondern den kompletten Van. Weil das ganze Ding hört sich an wie ein Panzer. Also es ist echt krass. Ist ja gut, theoretisch. Aber ja, jetzt ist natürlich das Problem, dass ich die Schiebetür nicht mehr zukriege. Und deswegen werde ich jetzt einfach diese wunderschöne Türverkleidung hier einmal abbauen. Die hat er auch einfach mit so Spacks hier reingeschraubt. Ich habe mal eine schon mal rausgemacht. Sehr unprofessionell, würde ich sagen. Aber deswegen ist er jetzt in meinen Händen, damit wir das ein bisschen besser machen. Deswegen schraube ich jetzt mal diese ganzen Kreuzschlitzschrauben da raus. Und dann gucken wir uns mal die Tür von innen an. Tada! Die Pappverkleidung ist ab und ja, wie schon gedacht, hier ist so Zeug dahinter und hinter dem Schaumstoff, was er da dran geklebt hat, ist auch jede Menge Alubutyl-Teermatten. Ob ich den Schaumstoff da jetzt drinnen lasse oder nicht, weiß ich noch nicht. Die Alubutyl-Matten, die werde ich auf keinen Fall da rauskriegen. Die kleben nämlich da drinnen für immer, ist aber auch egal, ist auch gut. Antidröhnmatten machen ja theoretisch und auch praktisch Sinn. Hier oben ist auch noch ein Schaumstoff drin, das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich vielleicht gar nicht so genau geguckt habe. Aber er hat es auch schwarz lackiert. Der hat einfach
alles zugebaut und dann ist der einfach hier mit einer schwarzen Dose durch und dann einfach den ganzen Rest schwarz lackiert. Brutal. Die Türverkleidung lasse ich jetzt auf jeden Fall ab. Und das Ding hier habe ich gerade schon mal getestet, war so leicht nach außen gebogen. Also so quasi. Und mit der Türverkleidung dran wurde das nach innen gedrückt und dann hat sich dieser Haken hier, als das Ding dann offen war, also wenn ihr guckt, so bewegt sich das quasi, ach genau, in die Richtung. Und dann ist das hängen geblieben. Und dann kann die Tür natürlich auch nicht mehr zufallen, weil sie dann nicht mehr ins Schloss fallen kann. Es stand dann doof gesagt irgendwie so. Und durch das Draufschlagen ist das halt hier wieder reingerastet. Das funktioniert jetzt auf jeden Fall schon mal. Und ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass das jetzt hier wieder so ein bisschen besser drinne liegt, dann sollte das auch mit einer neuen Verkleidung funktionieren. Die Verkleidungen werde ich mir auf jeden Fall neu anfertigen. Und das hier, ich glaube, ich schmeiß das raus und filz die Tür. Das sieht einfach schöner aus am Ende. Aber dafür gibt es auf jeden Fall nochmal ein extra Video. Ich will jetzt erstmal nur die Bestandsaufnahme machen, mal die Lage checken, wie das hier alles so verarbeitet ist und welche Problemchen sich hier auftun könnten. Ich bin auch immer noch ein bisschen gespannt, ob ich den Boden hier rauskriege, beziehungsweise bin gespannt, wie die Karre unter dem Boden aussieht und überlege tatsächlich, ob ich das heute auch noch mache. Aber ich kümmere mich gleich erstmal um ein anderes Problem. Das nächste Problem, was mir aufgefallen ist, ist die Beleuchtung, wenn man die Tür aufmacht. Der T4 hat das relativ häufig, hatten meine beiden alten T4s auch, dass der Türkontaktschalter ein Problem darstellt. Denn normalerweise sollte, wenn der Lichtschalter hier oben auf rechts gestellt ist, das Licht automatisch angehen, wenn die Tür auf ist. So zum Beispiel, wenn ich die Schiebetür aufmache, zack, geht die Innenraumbeleuchtung an. Das bedeutet auf jeden Fall schon mal, dass die Innenraumbeleuchtung, also die Soffitte oder was da drin ist, nicht kaputt ist. Zack, Tür zu, Licht wieder aus. Aber hier passiert gar nichts. Weder auf der Fahrer- noch auf der Beifahrerseite. Der Türkontaktschalter sitzt hier drinnen. Das ist dieses Teil. Und der hat scheinbar ein Problem. Ganz oft sind die verschlissen, ganz oft sind die auch einfach nur vergammelt. Ich hatte den schon ausgebaut und habe versucht, den zu reinigen. Manchmal funktioniert das. Wenn es nicht funktioniert, kann man im Internet ganz einfach und ganz günstig sich einen neuen Türkontaktschalter bestellen. Ich habe mir tatsächlich zwei Stück bestellt bei, tja, gute Frage, Bus okay oder so heißt die Seite. Das ist die Teilnummer für alle, die es haben wollen. Und so sieht der neue Türkontaktschalter, was ein schwieriges Wort. Sprachenlernen, Bubble. Türkontaktschalter aus. Ja, ich tausche den jetzt einfach mal aus. Dafür brauchen wir einfach nur einen Kreuzschlitz. Kreuzschlitz, ich hasse Kreuzschlitz. Ja, aber man braucht halt tatsächlich einfach nur einen Kreuzschlitz, den ich mir eigentlich schon zurechtgelegt hatte. Hier liegt er. Dann schraubt man den einfach hier erstmal raus. So. Boah, ist die Schraube lang, ey. So, Schraube legen wir uns hier hin. Und dann können wir den hier einfach rausnehmen. So. Es hat gerade geleuchtet. Guck mal hier. Also irgendwie scheint der zu funktionieren, weil er nämlich dann an Masse kommt. Ich tausche ihn jetzt trotzdem aus, weil ich habe ja eh den neuen. Genau, hier ist nur ein Kabel dran. Auf der Fahrerseite sind zwei Kabel dran. Das liegt damit zusammen, weil die Fahrertür verschiedene andere Sachen noch steuert. Genau, und die Beifahrertür halt wirklich nur die Beifahrertür steuert. Jetzt kann man hier den Stecker einfach abziehen, auf das neue Teil draufschrauben und dann hoffen, dass das neue Teil funktioniert. Aufpassen, dass das Kabel da nicht abhaut, wobei man tatsächlich auch durch den Innenraum relativ gut da dran kommt. Das Einzige, was wir übernehmen müssen, ist dieses Gummi. Das lässt sich aber hier einfach abziehen. Müssen nur gucken, wie rum das Ganze gehört. Also so rum. So, dann legen wir das zur Seite und schieben das Teil einfach hier durch. Dann kommt hier der Stecker wieder drauf. Dann fummeln wir uns das wieder zurück. Und dann sollte durch die Schraube eigentlich der Kontakt wiederhergestellt werden. Weil die Schraube hat ja Kontakt zur Karosserie. Man sieht jetzt, ich habe hier die Schraube drinne und die Lampe leuchtet. Also ist tatsächlich der Schalter einfach verschlissen gewesen. Und das ist wirklich ein Austausch, wenn man nicht gerade filmt und es erklärt, von 5 Minuten und das Thema ist erledigt. So, jetzt gucken wir mal. Das Ding sitzt hier drinne. Weil wenn die Tür zu ist, ist der Knopf eingedrückt und die Lampe geht aus. Tada! Solche kleinen Reparaturen liebe ich ja. Die gehen super schnell, sind aber super, super, super wichtig, weil wenn das Ding nicht funktioniert, dann macht ihr halt abends die Tür auf und ihr sitzt halt im komplett Dunkeln und das ist richtig nervig. Das gleiche mache ich jetzt noch bei der Fahrerseite und dann habe ich zumindest schon mal wieder Licht hier drin. Geil, ey. Jetzt habe ich gerade den Wagen umgeparkt und ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, warum die Tür hier vorne, die Fahrertür, nicht ordentlich schließt. Also die hat Spiel. Wenn man hier mal guckt, weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber die wackelt auf jeden Fall rum. Und jetzt habe ich mir mal das Türfangband angeschaut und naja, also, was soll ich sagen, ne? Junge, da fehlen einfach die zwei Schrauben. Es ist schon immer geil, wenn man so eine Bastelbude kauft, ey. Wie kann man denn die Schrauben im Türfangband vergessen, Mann? Belastend. Sehr belastend. Jetzt muss ich gucken, ob ich irgendwo in meinem Schraubenportfolio noch Schrauben dafür habe. Habe ich bestimmt.
Also gut, ich habe die Schraube in der anderen Tür eine von zweimal rausgemacht und das ist so eine ganz kurze kleine Schraube. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall mal das Gewinde gegengecheckt und ich habe sowas hier. Und nach innen in der Tür ist eigentlich genug Luft, von daher sollte man eigentlich die Schraube nutzen können dafür. Und ich habe auch zwei Stück davon. Mal gucken, ob wir die da reinkriegen. Die auf der anderen Seite wird natürlich auch nicht fest. Aber ich habe eh das Gefühl, dass das Fangband entweder ausgeschlagen ist oder einfach generell nicht mehr so wahnsinnig gut performt. Ja, also mit der Hand kriege ich sie nicht rein. Wobei doch, die geht rein. Ja, guck mal hier, du. Eigentlich genug Luft. Ich hole mir mal eben einen Inbus. Inbus. Aha. Ja, okay, ich glaube, so lang muss die Schraube jetzt nicht sein. Aber sie passt zumindest vom Gewinde her. Von daher ist doch schon mal gut. So, jetzt machen wir mal kurz den Wackeltest. Wackelt genauso wie vorher auch. Aber sie fällt viel besser ins Schloss. Perfekt, Freunde. Das ist es. Eins nach dem anderen. Mit ein bisschen Geduld und ein bisschen Ideenreichtum kann man viel an Autos selber reparieren. Auch wenn man gar keine Ahnung hat. So wie ich. Ein weiteres kleines Problem, um das ich mich kümmern möchte, ist der Fahrertürgriff. Der geht echt schwer auf, weil, wie ihr seht, dieses Gummi hier eingeklemmt wurde. Wahrscheinlich beim Einbau. Und ich habe den schon mal rausgemacht. Das Gummi positioniert sich aber immer wieder da rein. Dafür gibt es auch eine Abhilfe. Für 15 Euro kann man sich dieses gute Stück kaufen. Das ist die Gummigriffunterlage für den T4. Der Türgriff im T4 ist tatsächlich nur mit zwei Schrauben befestigt und lässt sich dann ganz einfach rausnehmen. Guck mal, das Türfangband hält sogar plus minus jetzt. Naja, genau. Lässt sich hier ganz einfach ausbauen mit zwei Schrauben. Da kann auch nichts nach innen fallen oder so, weil das Gewinde ist im Türgriff selbst. Also außer die Schraube kann runterfallen, aber die lassen wir da liegen, die kann man ja wiederholen. Mit einer Hand schrauben und filmen mit der anderen, ist immer so eine Sache. So, Schraube ist draußen und Türgriff ist auch draußen. So sieht das gute Stück aus, kann man bedenkenlos rausholen. So, holen wir uns mal das Gummi hier. So sieht der Türgriff aus. Ist jetzt nichts Spektakuläres und dieses Gummi sitzt einfach nur irgendwie da drüber. Und das muss man da jetzt dann irgendwie rausholen. Dafür brauche ich aber zwei Hände. So, komm schon. Entschuldigung, wie kriege ich ihn nicht da raus? Haben die das da eingeklebt? Scheint so. Deswegen ging das nicht raus. Ja, oder ist irgendwie Kleber drauf. Und das hier ist durchgeschnitten. So, es sieht auf jeden Fall nach demselben oder ähnlichen Gummi aus. Das kommt hier rein. Aber jetzt gucken wir erstmal hier oben. Wir müssen ja hier drüber und da unten rein. Ich überlege jetzt gerade, wie wir die Mechanik hier rauskriegen, damit wir das Gummi nicht durchschneiden müssen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man einfach hier diesen Bolzen rausholt. Aber einfach ist wahrscheinlich auch einfacher gesagt als getan. Hier ist nämlich so ein kleiner Stift drinne. Ah ja, den kann man aber relativ gut da rausziehen. Kann man den drehen? Nee. Kann man das hier wegdrehen? Nee. Mit dem Schließzylinder vielleicht. Mal gucken, was passiert, wenn wir den Schlüssel reinstecken. Gar nichts. Hä, warum nicht? Kann ich das nicht damit abschließen? Oder ist es das falsche Schloss? Bin verwirrt. Es wurde auch noch nie damit aufgeschlossen, weil das schwarz lackiert wurde. Und wir haben hier eine Zentralverriegelung. Och man, ey. Das Ding muss einfach nur runter. Ich muss diesen Stift da rauskriegen. Aber wir kriegen das hin. Damit vielleicht. Easy. Stift ist draußen. Unterlegscheibe weg. Können wir uns das Moped hier rausholen. Ah, guck doch mal einer an. Das gefällt mir doch viel besser. Dann fummeln wir die Türunterlage hier wieder drauf, pressen das Ganze in die Richtung, in die es muss. Hier ist so eine kleine Führung, da muss so ein Gumminüppel rein. Hier, seht ihr das? Das ist so ein kleines Loch und da ist ein Gumminüppel in der Dichtung. Und der wird da einfach nur reingesteckt. Hier ist keiner, aber das macht nichts. So, gucken, dass wir das hier ordentlich wieder reinmachen, damit sich das auch hier drinnen bewegen kann. Damit, wenn ich das gleiche Problem wieder bekomme, das kann sich da aber drinnen bewegen. Das ist schön. Und jetzt tüdeln wir das Teil hier wieder zurück. Super, machen da die Scheibe drauf. Und dann muss nur noch der Bolzen da wieder rein. Ei, wunderbärchen. Guck mal, du. Herrlich. Das ist doch wie neu. Hier sitzt alles. Hier sitzt das Gummi auch. Das sind die beiden Gewinde für die Schrauben. Können wir wieder zusammenbauen, das Moped. Ach, wenn alle Reparaturen immer so einfach wären, gell? So, und dann wird der hier quasi wieder so reingetüdelt. Jetzt muss ich nur mal nach der Reihenfolge gucken. So, Schraubski wieder rein. Die andere auch. Ach, da brauche ich jetzt wieder beide Hände. Ich habe das nämlich schon mal abgebaut. Das letzte Mal ging es auch nur, als ich es erst zuerst unten reingemacht habe.
Aber so müsste sie eigentlich drin sein. Und jetzt machen wir hier oben noch die Schraube rein. Genau, also in meinem Fall ist es einfacher, unten zuerst und dann oben. Keine Ahnung, wenn ihr das auch nachmachen wollt, was für euch einfacher ist, aber ja, sauber. Hier sitzt das Gummi wieder schön. Tür zu, Tür auf. Türgriff bewegt sich innerhalb des Gummis. Alter, die Tür schließt so gut. Das ist ja der Hammer. Sehr schön, wäre das auch erledigt, Freunde. Irgendwann später. So, Freunde, das Wochenende ist auch schon wieder rum. Ich habe gestern noch ein bisschen am T4 gebastelt. Einfach eine schöne Karre. Ah, natürlich, ja. Es ist schon auf jeden Fall eine Bastelbude. Gestern war Sonntag und ich habe das Video zum T4 hochgeladen und habe mir eure Kommentare angeschaut. Die waren ja wirklich zum größten Teil sehr, sehr positiv gestimmt und ich habe Bock auf das T4-Projekt. Das freut mich natürlich sehr. Natürlich gab es die ein oder andere Frage, warum musst du jetzt ein T4 kaufen, wenn du doch einen geilen T6 hast? Und warum willst du den verkaufen und kaufst dir dafür einen schlechteren T4? Freunde, das ist ganz einfach. Der T6 kann halt viel, viel mehr als das, was ich damit mache. Er hat halt einfach auch einen Wert, der hier rumsteht, der mir nichts bringt. So, ich brauche einfach nur einen Transporter, mit dem ich meine Motorräder transportieren kann und zum Spot fahren kann. Das war's. Den T6, den kann ich quasi verkaufen und kann mir halt einfach einen größeren Camper davon kaufen, was ich gerne machen möchte, um dann auch mit Maike und den Hunden in Zukunft wieder ein bisschen auf Reise zu gehen. Und deswegen muss halt der wunderschöne T6 im Hintergrund weichen. Ich habe aber dann trotzdem ein Fahrzeug, mit dem ich einfach meinen privaten Spaß machen kann. Und jetzt bin ich gerade mit Maike im ID.Bus unterwegs und wir fahren jetzt zu Street Tech und holen dort den Ducato ab. Der Ducato war bei Street Tech zum Service und den holen wir da jetzt wieder ab. Und da muss ich selber noch mal ein, zwei Kleinigkeiten machen. Ich habe den Ducato schon wirklich lange nicht gesehen. Da muss ich euch gleich auch noch mal eine Anekdote zu erzählen. Aber erstmal holen wir die Karre ab und dann schauen wir weiter. Jo, was geht ab? Ja, mach schon Schulterblick, Paul, genau. Und weiter geht's. Wir sitzen wieder in Ducato. Es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, das Ding mal wieder selber zu fahren. Aber wir müssen nachher mal Bestandsaufnahme machen. Der hat schon ganz schön gelitten, sage ich euch. Junge, Junge, Junge. Maike ist hinter mir. Und ich glaube, wir fahren jetzt erstmal zum Magus. Ich habe Hunger. Und Maike auch. Guck mal hier. Das ist das Geilste am Ducato. Der Rückspiegel, der elektrische. Sieht schon irgendwie wild aus. Wir fahren mal nach Hause und dann gucken wir uns den Ducato mal genauer an. Okay. Also Freunde, ich bin jetzt quasi wieder zu Hause. Mir ist aber eingefallen, dass ich eigentlich noch einen Termin habe im Ducato. Der kriegt nämlich eine Anhängerkupplung verbaut. Ich habe aber keine Zeit, es selber zu machen, deswegen lasse ich das machen. Mir ist aber was aufgefallen. Und zwar jedes Mal, wenn ich vom 3. in 4. oder vom 2. in 3. schalten will, kracht es im Getriebe. Es macht immer so krrr. Und man muss ganz, ganz behutsam schalten, damit überhaupt der Gang ohne Krachen reingeht. Das ist super strange. Also wahrscheinlich werde ich den Ducato tatsächlich auch nochmal zu Fiat oder so in die Werkstatt bringen. Wollte ich euch nochmal erzählen. An sich fährt er gut, aber dieses Gekrache beim Schalten, also ich bin jetzt eine Dreiviertelstunde lang damit gefahren und es ist echt mühselig, es nicht zum Krachen zu bringen. Wenn man ganz normal fährt, kracht es eigentlich immer. Das kann ja auch irgendwie nicht sein. Der Gute hat mittlerweile 67.000 Kilometer runter. Sollte jetzt eigentlich nicht das Problem darstellen. Bin mal gespannt, was das schon wieder wird. Ich bekomme einen Leihwagen, das heißt, ich lasse den Ducato dort. Heute ist Montag, morgen ist Dienstag, da habe ich was anderes vor. Ich muss nämlich jetzt morgen mit dem T4 in die Werkstatt. Der kriegt dann nämlich nochmal die Spur eingestellt. Und eventuell kriegt er ein neues Fahrwerk. Okay, also er kriegt ein neues Fahrwerk und in dem Zuge wird die Spur eingestellt. Darüber machen wir aber natürlich ein extra Video. Deswegen werde ich jetzt hier mit dem Ducato erstmal Schluss machen. Aber ich werde euch natürlich auf jeden Fall spätestens dann nächste Woche in einem anderen Teil Freundschaftswoche über den Zustand des Ducatos nochmal berichten. Okay Leute, ich bin wieder zurück im Büro. Ich hatte mit Fiat gesprochen, beziehungsweise ich habe bei meinem Fiat-Händler angerufen, hat denen das Problem geschildert und er war so, ja, safe, Getriebeschaden. Ich so, ja, und was kostet das? Ja, so 6.000 Euro plus minus. Und ich so, okay, wie lange dauert das? Ja, so 3 Monate. Ich so, was? Ey, ganz ehrlich Leute, ich hasse Fiat. Also ich kann einfach mit Fiat, sorry, dass ich das so sage, ich kann damit einfach nichts anfangen. Ich habe aber bei einem anderen Fiat-Händler nochmal angerufen, der ist bei uns um die Ecke in Friedberg. Der meinte, ich soll erstmal vorbeikommen. Das hört sich nach Synchronisation vom Getriebe an, bla, keine Ahnung. Da habe ich am Mittwoch, also heute, wenn ihr das Video seht, quasi den Termin morgens um 9. Das heißt, ich kann euch da auf jeden Fall noch mitnehmen und kann euch da nochmal ein Status-Update geben. Und ich denke mal, das machen wir einfach. Ja, weil das ist echt, wenn ich da jetzt nochmal 6.000 Euro investieren muss. Klar, muss gemacht werden. Die Karre muss ja fahren. Die soll ja auch wieder zu Dometic zurück. Aber 6.000 Scheine, ey. Bei 67.000 Kilometer. Der Wagen ist 2 Jahre alt. Finde ich schon ziemlich fragwürdig, muss ich sagen. Schauen wir mal, wie die Sache ausgeht.
So, Friends, ich sitze wieder im Ducato. Vor mir ist der René im T4. Wir fahren jetzt zu Fiat, drückt uns die Daumen. Wir wollen eine Probefahrt machen mit dem Werkstattmeister, um zu gucken, ist das Getriebe im Arsch oder ist das Getriebe nicht im Arsch? Ich zeige euch auf jeden Fall gleich mal, was er macht, wenn wir hier endlich rauskommen aus dieser Straße. Junge, Junge, Junge. Heute Morgen ist auch schon wieder so ein nerviger Morgen irgendwie. Bisschen fahren. Das gehört? Hat so gemacht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir springen wieder ein, wenn wir wissen, was Fiat gesagt hat. 6,5 Stunden später. So, Freunde, ich bin wieder auf Freundschaft Paradise. Mit mir zusammen der Jan, der das Video, was ihr gerade schaut, schneidet, und der René, der gerade mit mir bei Fiat war. Die schlechte Nachricht, wie zu erwarten, das Getriebe ist im Arsch. Also wir haben quasi die Synchronringe vom vierten Gang irgendwie, die sind kaputt. Die befinden sich scheinbar im Getriebe. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ihr wisst das sicherlich wieder besser, aber auf jeden Fall sind die kaputt. Die zu reparieren macht im Jahr 2024 wahrscheinlich keinen Sinn mehr, weil wir in einer Austausch- und Wegwerfgesellschaft leben und kein Mensch mehr sowas reparieren kann. Also muss das Getriebe neu. Die gute Nachricht ist, ich habe tatsächlich eine 4-Jahres-Garantie beim Ducato. Das bedeutet, ich muss dafür nichts zahlen. Also Stand jetzt. Alles andere hätte mich auch zum Explodieren gebracht, weil bei 67.000 Kilometern Getriebeschaden, ganz ehrlich, das ist No-Go. Also das ist einfach No-Go. Und Gerin, ich habe den Verkäufer gefragt, sag mal, habt ihr das öfter? Sagt der Automatik oder Schalter? Sag ich Schalter, und er versteckt sich quasi unterm Schreibtisch. So, wo ich halt weiß, okay, alles klar, das ist halt keine Seltenheit. Und der andere Fiat-Händler hat ja auch gesagt, oh ja, klar, typisch, Standard, gehen alle kaputt. Wo ich mir dachte, so, der Fiat, der Ducato, ist eines der meistverkauftesten Fahrzeuge im Campervan-Bereich. Die haben massig Probleme damit, was ich jetzt gehört habe. Keine Ahnung, ich wünsche euch natürlich da draußen, wenn ihr einen Ducato fahrt, dass ihr das Problem nicht habt, aber es ist auf jeden Fall einfach nur... Es ist ein Armutszeugnis. Es ist definitiv ein Armutszeugnis. Aber genug gemeckert. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Der Ducato bleibt jetzt erstmal hier. Vielleicht drehen wir mal so ein Video über alle Fahrzeuge hier auf dem Paradise. Weil momentan sind alle meine Fahrzeuge hier. Also von Vierrad über Zweirad. Einrad haben wir nicht, aber... vielleicht machen wir da mal ein extra Video, zeigen euch mal den Stand der Dinge, erklären euch mal, was wir mit den ganzen Fahrzeugen so machen. Das soll es erstmal gewesen sein für diese Woche. Wir gehen jetzt weiter an den T6, damit ihr am Sonntag ein neues T6-Video bekommt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö.